Willkommen zu einem neuen Video, dem Monatsvlog August. Ich habe den letzten Vlog genau dann beendet, wo wir gerade so dabei waren, das Esszimmer zu streichen oder zumindest vorzubereiten. Und das war ja echt so ein bisschen stressig gegen Ende, dann so gleichzeitig irgendwie den Vlog für Juli fertig zu bekommen. Daher habe ich mich dazu entschieden, okay, mache ich das ganze Farb- und Streichthema für den nächsten Vlog. Und das war echt eine gute Entscheidung, weil sich das Ganze so ein bisschen noch gezogen hat, also länger gedauert hat als geplant. Und so war das auf jeden Fall entspannter. Und jetzt kann ich das Ganze, den ganzen Prozess mit euch in Ruhe durchgehen sozusagen. Und ich versuche das Ganze so strukturiert und informativ wie möglich zu machen. Aber ja, ich hoffe, ich krieg's hin, so alles aus dem Kopf zu machen. Jedenfalls fangen wir mit der Farbe an. Also ihr habt ja schon im Januar und Februar bereits gesehen, dass ich da ganz viele Farbswatches, also verschiedene Farbtöne ausprobiert habe, die wir fürs Esszimmer und fürs Wohnzimmer uns aussuchen möchten. Und da haben wir uns, das war glaube ich im Februar-Vlog dann, für zwei Favoriten entschieden. Und diese Wahl blieb dann auch wirklich bis zum Ende dann bestehen. Und zwar wollen wir dann Strong White für das Wohnzimmer und Shadow White fürs Esszimmer. Das sind die Farbnamen und die Farbe selbst ist von Farrow & Ball. Und ich habe die Farbe von denen freundlicherweise geschickt bekommen. Aber wir mussten letztendlich dann doch nochmal einen Eimer dazu kaufen. Also wir mussten dann halt hier einen Laden im Prenzlauer Berg raussuchen, der Farrow & Ball im Sortiment hat und sind da echt so kurz 5 Minuten vor Ladenschluss noch hingekommen und konnten uns dann noch einen Eimer kaufen. Also 2,5 Liter hat uns noch gefehlt, damit wir halt wirklich an dem Tag dann auch noch fertig werden. Ja, zu den Farbmengen, das wäre halt eigentlich auch ganz interessant. Die haben eigentlich auch so Empfehlungen auf der Seite und ich habe mich eigentlich auch so danach gerichtet. Jedenfalls habe ich, wenn ich das richtig gerechnet habe, ausgerechnet, dass wir im Esszimmer 50 Quadratmeter zu streichende Fläche haben. Also wirklich alle Wände abzüglich den Türen und die Fensterflächen und so. Und das, was übrig bleibt, sollte eigentlich 50 Quadratmeter gewesen sein. Und da war dann die Empfehlung für 5 Liter. 5 Liter Farbe von Farrow & Ball. Vor allem, weil man halt zwei Schichten von der Farbe aufträgt. Also man trägt erst den Primer auf, eine Schicht, und dann zwei Schichten von der Farbe. Und wir haben dann, nachdem halt die 5 Liter leer waren, gemerkt, oh, wir brauchen für so ein bisschen Stück halt doch nochmal ein bisschen Farbe. Und haben dann halt nochmal 2,5 Liter gebraucht. Und die haben wir eigentlich auch nahezu aufgebraucht. Also wir haben noch so ein bisschen übrig, falls mal irgendwann mal so Touch-Ups oder so fällig wären. Halt so kleine Sachen, dann haben wir auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Pot übrig. Ich habe da so diesen Tester-Pot noch aufgehoben. Dann habe ich da so ein bisschen abgefüllt. Dann kann man das auch gut verstauen. Fazit sozusagen, wir brauchten für 50 Quadratmeter Fläche 7,5 Liter. Also ich glaube, das ist auch ganz hilfreich zu wissen. Ja, und dann kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt, und zwar dem Prozess bzw. Auftrag. Und da haben wir uns mal erstens überhaupt dafür entschieden, dass wir es selber machen wollen, weil ja, wir machen generell sehr viele Sachen ja selber in der Wohnung und irgendwie macht uns das ja auch Spaß und wir finden es cool, uns dann irgendwie einfach diese Skills anzueignen und einfach dieses Vertrauen, dass wir die Sachen selber machen können. Das ist halt irgendwie ganz cool. Auf jeden Fall ist es auch eine Kostenfrage. Man spart auf jeden Fall sehr viel Geld. Also entweder möchte man Geld sparen oder möchte man sich die Mühe sparen. Also es ist echt wirklich nicht ganz billig, so einen Raum streichen zu lassen. Kommt natürlich drauf an, vielleicht wie man dann findet. Aber da wir halt auch noch wussten, dass wir nicht nur ein Zimmer, sondern zwei Zimmer gestrichen haben wollen, wäre das, glaube ich, schon ziemlich pricey gewesen. Und da hat es dann schon letztendlich schon Sinn gemacht, dass wir das selber machen. Und wir wollten das Ganze dann auch gesprüht haben, weil wir im Wohnzimmer ja diese Wandleisten haben. Und da kann ich es mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass man es nicht sprüht. Also so mit einem Pinsel über diese Wandleisten und so gehen, das kann ich mir einfach nicht gut vorstellen. Und da wir dafür dann eh dieses Sprühsystem zugelegt hätten, ist es einfach so am sinnvollsten gewesen. Naja, wie auch immer, wir haben uns jedenfalls dann so ein Sprühgerät angeschafft und unser Sprühgerät ist von Wagner Flexio irgendwas. Ich werde euch das genaue Modell dann in der Infobox verlinken. Und da gab es so ein ganz kleines Drama, und zwar habe ich das irgendwie Wochen vorher schon bei Amazon bestellt und habe ich dann irgendwie irgendwo an die Seite gelegt. Und wir haben dann das Esszimmer komplett vorbereitet mit irgendwie alles abkleben und ja, alles abkleben und alle Möbel raus und so weiter und ready to go, um dann den Primer mit dem Sprühgerät aufzutragen. Und dann wollen wir das Gerät anschalten und merken, es ist kaputt.
Also es ging irgendwie nicht an und ich schon so richtig kurz vorm Nervenzusammenbruch, so weil es war Sonntag. Also wir haben den ganzen Samstag gefühlt irgendwie gebraucht, alles vorzubereiten und wollten dann halt Sonntag so richtig schön loslegen mit Primer und schon mal die erste Schicht Farbe. Und das hat uns dann erstmal voll den Strich durch die Rechnung gemacht, weil dieses Gerät dann nicht funktioniert hat. Und ich habe dann auch noch eine andere gefragt auf Instagram, die auch dieses Gerät hatte, so von wegen, kommt dir das irgendwie bekannt vor? Ist es irgendwie normal? Ist es kaputt? Und keine Ahnung was. Fazit, es war auf jeden Fall kaputt. Und wir, da es Sonntag war, hatten wir halt keine Alternative irgendwie. Also wir konnten jetzt nicht in den Laden gehen und ein neues kaufen. Und wir hatten eigentlich auch gar kein Equipment für so mit der Hand streichen. Naja, dann habe ich irgendwie noch eine Freundin gefragt, ob sie irgendwie noch so Rollen hat und haben dann da welche ausgeliehen. Das waren aber so flauschige Rollen und mit denen komme ich irgendwie nicht so richtig klar. Wir haben dann glücklicherweise im Keller dann noch irgendwie so eine kleine Schaumstoffrolle gefunden, mit denen komme ich irgendwie besser klar. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht oder ob ich da einfach doof bin, aber ich kann irgendwie nur mit diesen Schaumstoffrollen so wirklich schön Farbe auftragen. Jedenfalls habe ich letztendlich dann an dem Sonntag den Primer aufgetragen, einfach auch damit wenigstens der Primer schon mal fertig ist. Das hat insgesamt 4 Stunden gedauert. Ich so mit der kleinen Rolle alles, aber war dann auch okay. Johannes war nämlich auch verabredet, deswegen hatten wir auch so ein begrenztes Zeitlimit und zu zweit mit einer Rolle hätte eh keinen Sinn gemacht. Ja, so viel zu diesem kleinen Debakel. Aber ja, am Montag hat dann Johannes nach Feierabend das neues Gerät gekauft, also auch nochmal Wagner, aber direkt beim Baumarkt. Und ich habe das von Amazon dann reklamiert und zurückgeschickt. Und dann haben wir halt Montagabend die erste Schicht Farbe aufgetragen. Man muss die Farbe, wenn man das aufsprüht, auf jeden Fall verdünnen mit destilliertem Wasser. Und wir haben das erstmal noch mal ein bisschen ausprobiert mit weniger Verdünnung. Und letztendlich war aber 30% Wasser das allerbeste Farbverhältnis. Damit ließ es sich am besten aufsprühen. Man kam am besten voran. Also ich finde, dass man mit so einem Farbgerät halt super, super schnell ist vom Farbauftrag. Also so verglichen halt mit der Rolle da habe ich ja ewig gebraucht für irgendwie eine Fläche. Und mit so einem Sprühding ist man super, super schnell. Das Einzige, was halt super viel Zeit frisst bei sowas, ist, dass man halt sehr, sehr penibel abkleben muss. Da muss man wirklich aufpassen, dass man das richtig schön ordentlich macht. Man muss sozusagen mehr abkleben als bei einer Rolle. Wenn man mit einer Rolle macht und gut ist und bei einer Farbe wie Fair & Ball, die halt echt kaum spritzt oder so oder kaum tropft, müsste man eigentlich super wenig abkleben. Aber bei so einem Sprühding muss man eigentlich alles abkleben, was nicht irgendwie Farbe bekommen sollte, weil auch sehr viel Farbpartikel dann in der Luft sind und so weiter. Und wir haben auch Gesichtsmasken und so weiter getragen. Ja, also man ist wirklich sehr schnell beim Farbauftrag, aber Vorbereitungszeit und dann halt ein bisschen das Umfüllen immer, wenn die Farbe leer gegangen ist und man wieder neu auffüllen muss und so weiter, frisst ein bisschen Zeit, aber ich finde, das ist immer noch irgendwie angenehmer als mit einer Rolle, weil ich auch das Gefühl habe, zumindest wenn man halt nicht so der Profimaler ist, dass der Auftrag dann garantierter gleichmäßig ist. Also ich habe das Gefühl, meine Rolle könnte auch die Gefahr sein, dass man irgendwie so eine Unregelmäßigkeit hat und dass es dann irgendwie so, wenn man gegen das Licht guckt oder so, dass es dann nicht so super gleichmäßig ist. Aber ja, das ist nur mein Gefühl. Das müsste jeder dann für sich entscheiden, was für einen dann halt einfach besser ist. Wir haben uns auf jeden Fall für das Sprühsystem entschieden, allein schon wegen den Wandleisten im Wohnzimmer. So, aber ja, ich kann auf jeden Fall das Sprühen an sich sehr empfehlen, weil, wie gesagt, auch wenn mit der Vorbereitungszeit, ich finde, man ist halt sehr, sehr schnell, wenn man den Dreh raus hat. Und kann auch das Gerät eigentlich empfehlen, auch wenn das Gerät von Amazon kaputt war. Das Gerät hat gut performt für uns, für unsere Bedürfnisse auf jeden Fall. Es war nicht sehr kostspielig, also es hat irgendwie 150 oder 160 € gekostet. Und was wollte ich sagen? Ja, meine Empfehlung ist, das lieber direkt beim Baumarkt zu kaufen, damit es nicht irgendwie vom Transport irgendwie kaputt geht oder so, weil das war, glaube ich, bei uns das Problem, dass es irgendwie vom Transport irgendwie einen Schaden bekommen hat. Und ja, so viel dazu. Ah ja, nochmal ein Tipp beim Sprühen. Es wird eigentlich auch in der Anleitung, glaube ich, so empfohlen, aber es wird empfohlen, immer mit den Ecken anzufangen, also die Ecken zwischen den Wänden oder halt da, wo die Wand ist und das Abgeklebte, wenn ihr wisst, was ich meine, einfach die Ränder, dass man wirklich da ganz ordentlich die Ränder macht, weil man da dann am besten sieht, wo man schon gesprüht hat.
und dann die Flächen macht. Weil wenn man halt erst so die Flächen macht, dann sieht man nicht so ganz hundertprozentig, ob man wirklich bis zum Rand gesprüht hat. Das war bei uns nämlich das Ding. Und natürlich, wenn Johannes nicht auf mich hört und das nicht so macht, wie ich ihn anweise. Aber wir mussten da halt irgendwie mehr Touch-ups machen, als man eigentlich vielleicht müsste, weil dann halt doch irgendwie so gegen den, also zum Rand hin, irgendwie Farbe gefehlt hat und man dann nochmal eine Schicht drüber machen musste. Also ja, seid da auf jeden Fall penibler mit dem Rand, damit ihr dann später keine Probleme habt. Weil das Ding bei der zweiten Schicht Farbe ist halt, dass man halt sehr schwierig erkennen kann, wo man gerade schon gesprüht hat oder nicht. Also da muss man halt immer so mit dem Licht gucken, okay, wo glänzt es und wo nicht, wo war ich gerade. Das fand ich so ein bisschen schwierig, aber sonst, ja, super guter Prozess. Und ja, ich habe jetzt, glaube ich, genug gelabert über dieses Thema. Es waren bestimmt so 20 Minuten, die ich hier einfach so einen Monolog geführt habe. Ich werde euch jetzt dann Clips von dem Prozess einblenden und dann auch das Ergebnis. So sieht das Ganze jetzt nach einer Schicht aus. Und jetzt kommt die zweite bzw. finale Schicht drauf. Ich finde übrigens gut, dass wir uns dazu entschieden haben, die Heizungsrohre weiß zu lassen, weil wir da auch keine entsprechende Farbe parat haben, die halt hitzebeständig ist und so. Und ich finde, das sieht sogar ganz cool aus eigentlich. Ich habe mehr erwartet, dass es ein bisschen auffälliger ist, aber irgendwie ist es gar nicht mal so auffällig, beziehungsweise es sieht einfach gut aus, finde ich. Und wir haben halt hier das Innen gestrichen, aber dann halt quasi die Fensterseite nicht mehr. Dann war es halt nicht irgendwie blöd mit Abkleben und so. Und hier, da haben wir auch, also wie gesagt, innen sozusagen diese Seite gestrichen, Fensterbrett weiß gelassen. Und dann bei der Heizung haben wir nur bis zu dieser Kante gestrichen. Dann haben wir auch nicht das Problem, dass es da irgendwie blöd ist, die Heizung abzukleben oder so, was, glaube ich, mit dem Sprühsystem auch noch relativ okay gewesen wäre. Aber wir wollen irgendwann sowieso eine Heizkörperabdeckung da haben und dann spart man sich quasi auch die Mühe. Plus, wenn man dann halt später irgendwann beim Auszug das wieder alles weiß streichen muss, hat man dann natürlich auch einen Step gespart. Ja, also die Türen und Fenster sind weiß geblieben, was halt einen schönen Kontrast gibt. So, hier seht ihr das Ganze jetzt mit den Möbeln und auch übrigens auch mit der neuen Lampe, die endlich angebracht wurde. Die habe ich ja im November bestellt. Hat ewig gebraucht, bis sie angekommen ist und hat auch ewig gebraucht, bis wir sie angebracht haben. Und das war jetzt der perfekte Zeitpunkt, um das alles fertig zu machen. Die Lampe ist auf jeden Fall super schön und passt nochmal viel besser rein als die davor. Also ich bin sehr, sehr happy mit der Wahl. Aber ja, zurück zur Farbe. Hier seht ihr es mal so auch im Vergleich, wie das hier aussieht, wenn man aus dem Wohnzimmer da reinschaut. Super schön. Und ich wollte hier eine Farbe haben, die farbig ist, aber nicht allzu farbig, also nicht zu kräftig ist. Relativ dezent, aber doch farbig genug, dass man die gut unterscheidet zu weiß. Und ich habe auch so eine Tendenz gehabt zu etwas mit Grünstich und da ist Shadow White wirklich die beste Wahl gewesen. Also wie ihr jetzt in diesem jetzigen Licht sehen könnt, hat es wirklich irgendwie so einen leichten Grünstich, was sehr, sehr gut gefällt. Wenn die Sonne hier aber eine bestimmte Art reinscheint, also sehr stark reinscheint, dann wirkt das Ganze nochmal viel, viel wärmer und es wirkt fast schon beige.
was sehr interessant ist. Und in den Morgenstunden, wenn das noch so relativ trüb ist vom Licht, dann sieht es fast schon grau aus. Also sehr, sehr spannend, wie sich die Farbe verändert, je nach Lichtverhältnissen. Aber so wie es jetzt ist, ist, glaube ich, so relativ repräsentativ für die meiste Zeit einfach so, wie die echte Farbe sein soll. Und ja, ich finde es sehr, sehr schön. Ich finde, das passt sehr gut mit den Holzmöbeln. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr happy damit. So, ich werde jetzt gleich für die Kopenhagen Fashion Week packen. Und ich dachte mir, ich sage dazu ein paar kleine Worte, weil ich dieses Mal nur mit Handgepäck verreisen werde. Weil ich hatte so beim Buchen irgendwie immer noch Angst vor diesem Kofferchaos, dass der Koffer da nicht rechtzeitig ankommt. Und da ist man halt auf jeden Fall ziemlich aufgeschmissen, wenn das passieren sollte. Deswegen habe ich meinen Flug nur mit Handgepäck gebucht. Also ich habe hier meinen Handgepäckstrolley. Der ist von Horizon. Und das ist einer mit dieser Laptop-Tasche vorne, die wirklich Gold wert ist. Also das liebe ich auf jeden Fall. Weil dann ist der Laptop verstaut, man muss es nicht schleppen. Und ich werde in diesem Trip auf jeden Fall meinen Laptop mitnehmen, weil ich noch so ein bisschen was am Computer machen muss und erledigen muss. Und dann habe ich noch eine Cabin Bag gebucht, also so eine zweite Tasche, die man halt an Bord mitnehmen kann. Und da nehme ich sehr, sehr gerne immer diesen Louis Vuitton Shopper. Und ihr seht schon, es hat halt ein richtig lustiges Format, es ist einfach super eckig. Aber da passt dann einfach so viel rein und man kann es so richtig schön ordnen drin. Es hat halt hier auch diese Innentaschen, wo man sehr gut so kleine Sachen verstauen kann und wichtige Dokumente oder Portemonnaie und so weiter oder Handy. Und dann kann man es da alles richtig schön anordnen. Sachen vor allem, die nicht zerquetscht werden dürfen. Und da hat auf jeden Fall niemand was dagegen gesagt bis jetzt, wenn ich damit verreist bin. Und ich bin sehr oft damit mit dieser Tasche verreist gewesen. Obwohl sie von der Höhe her streng genommen zu hoch ist. Aber sie passt trotzdem unter den Sitzen und auf jeden Fall auch in so kleinen Fliegern von Ryanair und EasyJet. Das hat auf jeden Fall immer gepasst. Von daher kann ich so eine ähnliche Tasche auf jeden Fall sehr empfehlen, weil ich glaube, dieses Modell gibt es nicht mehr. Also, da ich nur mit Handgepäck verreise, muss ich auf jeden Fall jedes Outfit für Kopenhagen vorgeplant haben. Und mit den Sachen, die ich davon habe, vielleicht so ein paar Variationen mir offen halten, dass ich irgendwie mit einem Top und irgendwie einem Unterteil, was ich dann von einem geplanten Outfit habe, für zum Abends weggehen irgendwie benutzen kann. Und dann werde ich noch ein, zwei Freizeitoutfits einpacken, also eins zum Verreisen und eins, was man dann einfach nicht bei einer Show oder so, sondern einfach während der Freizeit dann anhat, einpacken. Und ja, ich werde aber mit einer kleinen Sache schummeln. Und die ist eigentlich nicht geplant gewesen, weil eigentlich ist geplant gewesen, dass ich nur damit verreise. Und zwar, meine Schwester fährt mit dem Auto nach Kopenhagen, also nicht sie selber, aber mit Freunden von ihr, fährt sie mit dem Auto. Und deswegen werde ich mit ziemlicher Sicherheit ihr zumindest so einen Kulturbeutel mit meinen Beauty-Sachen von meiner Beauty-Routine mitgeben, damit ich die nicht alle einzeln abfüllen muss und mit Shampoo und keine Ahnung was. Ist es schon ein bisschen aufwendig und das hätte sonst auch so funktioniert, wenn ich alleine verreist wäre. Aber da ich eben diese Möglichkeit habe, werde ich das auf jeden Fall nutzen. Also ja, da habe ich auf jeden Fall so eine Möglichkeit zum Schummeln. Das muss ich auf jeden Fall ehrlicherweise erwähnen. Und auch falls dann doch was nicht hier reinpassen sollte, kann ich ihr das mitgeben. Was aber eben nicht das Ziel ist. Und dann werde ich jetzt mal alle Outfits planen und dann einpacken. Und dann sehen wir mal, ob ich das schaffe. Ich werde, glaube ich, keine Montage machen, weil das ziemlich viel Videomaterial wäre. Dann wollte ich euch bei der Gelegenheit noch neuen Schmuck zeigen, den ich habe. Ich habe hier neue Teile von Astrid und Mio. Mit denen arbeite ich ja schon seit längerem zusammen. Und da habe ich jetzt hier neue Ohrringe. Zum einen diese Kreolen hier. Also sind ein bisschen kleiner als so vielleicht die gängigen Kreolen, aber nicht ganz so klein wie Huggies. Also so eine gute Mittelgröße sozusagen. Und diese hier haben jetzt diese schönen Steine dran. Und da finde ich es schön, dass die Steine so ein bisschen voneinander abgesetzt sind. Also dass man auch von Weitem ganz gut erkennen kann, dass das einzelne Steine sind und sich dadurch auch am Rand irgendwie diese gewellte Form bildet. Das finde ich irgendwie ganz schön. Und dann habe ich auf der anderen Seite in meinem zweiten Ohrloch diese dicken Hoops hier kombiniert. Also die haben ungefähr die gleiche Größe, sind aber halt hier diese chubbigen Hoops. Und das finde ich immer auch ganz schön, die
Ohrringe miteinander zu kombinieren. Und hier jetzt so einen dickeren Ohrring im zweiten Ohrloch zu tragen, ist mal ganz schön. Das passt da auch sehr schön zusammen. Man kann aber auch zwei Chubby Hoops nebeneinander tragen. Das ist halt auch ganz cool. Und ja, mir gefällt aber diese Kombination sehr gut. Die werde ich definitiv noch öfter tragen. Wir hatten übergangsweise dieses Couch-Ding aus dem Esszimmer rausgeholt. Erst habe ich überlegt, ob ich das irgendwie vielleicht verkaufe, aber so hat es irgendwie dann doch nochmal einen Nutzen und ich denke, ich behalte es dann doch erstmal, weil mir das ganz gut gefällt so. Ja. Im Schlafzimmer habe ich hier noch diese Horrorecke, einfach weil ich so viele Klamotten habe und das ist eigentlich meistens immer so die Kleiderstange mit aussortierten Sachen, aber das ist immer schwierig, das weniger zu bekommen, beziehungsweise es wird irgendwie einfach nicht weniger. Aber ja, wenn das dann mal irgendwie ausgemistet ist, mein Goal ist eigentlich, da gar keine Kleiderstange mehr zu haben und alle Klamotten wirklich im Schrank zu haben. Wenn ich das mal irgendwann geschafft haben sollte, dann wäre da der perfekte Platz für so einen kleinen Schreibtisch für Johannes oder so, damit wir nochmal so eine separate Station haben füreinander und er dann nicht in der Küche sein muss oder vice versa. Dann wäre hier eigentlich echt eine gute Position. Und hier, das ist mein Beauty-Schrank, den liebe ich über alles. Also der ist halt einfach super praktisch, weil der so viele Schubladen hat. Ist jetzt nicht der schönste eventuell, aber der ist einfach so praktisch und ich habe jetzt keine bessere Alternative gefunden, wo man so gut irgendwelche kleinen Sachen verstauen kann. Also sind halt echt so Schminksachen drin, dann oben irgendwie Sonnenbrillen, dann da irgendwie Haarzeug und so ganz viel Krimskrams einfach. Und ich misste das immer wieder aus, aber so leere Schubladen entstehen da irgendwie immer noch nicht. Also das werde ich so schnell nicht
loswerden, diesen Schrank bzw. den Inhalt. Und ja, ich habe einfach das Gefühl, ich habe euch schon lange nicht mehr das Schlafzimmer gezeigt, deswegen hier mal so ein kleines Update. Es ist fast September und wird auch ein bisschen herbstlich jetzt schon von den Temperaturen her. Also es wird jetzt echt wieder ein bisschen kühler, deswegen bin ich ja auch so fett mit Pullover angezogen, aber noch so ein bisschen mit meiner geliebten gestreiften Sommerhose von Arket. Aber ja, so die Temperaturen sind echt. Also letztens war so ein Tag, wo ich dachte so, wow, der Herbst ist richtig da. Ich hoffe aber, dass es nochmal so ein paar warme Tage geben wird, wie es ja eigentlich typisch ist für den September. Dieser Monat war auf jeden Fall sehr, sehr handwerklich gefüllt mit dem ganzen Streichprojekt hier und auch so ein bisschen das mit der Heizung, was ich gemacht habe, also mit der Heizungsverkleidung. Und ja, Johannes ist jetzt auch schon seit fast 2 Wochen auf seiner Motorradtour. Da habe ich euch ja, glaube ich, so einen kleinen Clip eventuell eingeblendet, wie er da mit Sach und Pack irgendwie auf dem Motorrad sitzt. Das war auf jeden Fall auch ganz schön, so ein bisschen Me-Time zu haben. Aber ich freue mich auch, ihn dann wiederzusehen. Ich werde ihn nämlich dann bei seiner Tour besuchen. Also ich werde nach Griechenland fliegen, wo er dann in der Zwischenzeit hingefahren ist, dann werden wir so ein bisschen Urlaub zusammen machen und dann fliege ich wieder zurück nach Berlin und er wird seine Tour noch ein bisschen weiter fortsetzen und dann wird es vielleicht eventuell noch mal so 2 Wochen dauern, bis er dann wieder zurück ist. Aber ja, ich freue mich für ihn. Letztes Jahr war er, ich glaube, das war nicht so lange, weil er dann Probleme mit dem Motorrad hatte, aber da war er ungefähr 1 Woche in Schweden und ja, so eine größere Tour wollte er schon immer mal machen. Und ja, ich freue mich, dass es dann noch so geklappt hat, dass ich ihn dann da joine. Aber ja, das werdet ihr dann ja im September-Monat sehen, so wie das dann geworden ist. Ach ja, und dann war diesen Monat ja noch Kopenhagen Fashion Week. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich versuche da ja bei so Fashion Weeks immer nicht alles nicht ganz so crazy zu machen und irgendwie alles mit Termin voll zu hauen, sondern mir da relativ viel Freiraum zu lassen, sodass ich noch mit anderen Leuten connecten kann, die eventuell nicht in der gleichen Stadt oder in dem gleichen Land wohnen, den frühstücken zu gehen oder Lunch zu essen. Und ja, das ist auf jeden Fall immer ganz schön. Und das war auf jeden Fall definitiv eins meiner Highlights in der Woche. Und ja, Kopenhagen macht einfach immer so viel Spaß. So generell die Fashion Week in Kopenhagen ist immer sehr schön, weil alles relativ entspannt ist und sehr viel Spaß macht einfach. Und mir gefallen die Brands, die da so sind. Und ich finde es auch ganz witzig mit meiner Schwester, weil sie einen ganz anderen Plan hatte als ich und andere Brands besucht hat, die aber sehr, sehr gut zu ihr gepasst haben und ich Brands auf meinem Plan hatte, die sehr, sehr gut zu mir gepasst haben. Und das war irgendwie super cool, dass es da einfach so diese verschiedenen Seiten gibt. Werde ich auf jeden Fall immer wieder machen. Kopenhagen macht einfach so viel Spaß. Auch so von der Stadt her liebe ich das einfach. Ich liebe die ganzen guten Breakfast- und Brunch-Spots. Macht sehr viel Spaß und es ist einfach eine sehr schöne Stadt. So, kleiner Hintergrundwechsel, weil mein Handy-Akku leer war und ich musste es jetzt an die Steckdose stecken. Ich habe jetzt von Kopenhagen Fashion Week erzählt und weil ihr bestimmt jetzt im Vorfeld ein paar Clips von einem süßen kleinen fluffigen Hund gesehen habt, damit ihr euch nicht wundert, was das für ein Hund ist, haben wir uns einen Hund zugelegt, ja oder nein? Das ist der Hund von dem Freund von meiner Schwester und auf den hat sie dann eine Zeit lang aufgepasst. Also deswegen nicht, dass ihr euch wundert, was das jetzt für ein Hund ist. Und eventuell werdet ihr den in Zukunft dann nochmal öfter sehen. Das wollte ich jedenfalls ganz kurz nochmal erwähnen und ja, damit war es das dann auch mit diesem Video? Der Monatsvlog geht zu Ende und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder. Tschüss!